wenn Star-DJ David Guetta völlig aus dem Häuschen ist. What? I'm coming with you! Und Rap-Legende Snoop Dogg wie ein Marsmännchen durch den Raum hüpft. Dann hat Star-Agent Manny Nordin definitiv seine Finger im Spiel. Wie er es aus Marokko ohne fließend Wasser oder Elektrizität in die Wohnzimmer der Superstars geschafft hat. I wanted to be here, in Hollywood. This is exactly what I was bringing. Wie die Stars wirklich ticken. A celebrity is very selfish. And they know it. So I'm not ashamed to say it. Und wie es bei Snoop Dogg höchstpersönlich aussieht? With small weed. Los Angeles um 7.30 Uhr morgens. Wir sind mit Manny Nordin in einem der nobelsten Hotels LAs verabredet. Hi Red, my name is Manny. Welcome to Beverly Hills. Come in. Lässig im Bademantel stellt er uns erstmal seine Crew vor. Einer von ihnen, sein eigener Kameramann für Social Media. Denn heute ist ein wichtiger Tag für den 45-Jährigen. Um was es genau geht, zeigt er uns später. Manny Nordin ist Star-Agent im Musikbusiness. Das heißt, er organisiert Konzerte, produziert Shows, connectet Promis für Kooperationen und managt die Künstler. Rund 150 sind es mittlerweile. Da kann es schon mal passieren, dass er in seiner exklusiven Kontaktliste durcheinander kommt. Funny. I didn't text David, I text Craig David. Oh my God, you will be shocked. Sorry, it's David Guetta. This is the problem when you have so much celebrity on your phone. Could you show us the contact? Tell me one member of the celebrities. Yeah, of course, the biggest. Don't see the member. No, no. You want another one? Lady Gaga. Yeah. Manny Nordin kennt sie alle. Ist mit Stars wie Drake, 50 Cent, P. Diddy oder Paris Hilton unterwegs, fliegt im Privatjet um die Welt und fährt Luxusschlitten im Wert von über 1 Million Euro. Während unseres Drehs wirkt der 45-Jährige fast etwas überheblich. Protzt bei jeder Gelegenheit. Doch ist Manny Nordin wirklich so? You know, I put my position in the same position with the artist. Otherwise, the respect is not gonna be the same. So, if I have the same lifestyle of my artist, they will look at me like the partners. Und Manny macht so einige Geschäfte mit den A-Listern. Sein neuestes Projekt, virtuelle Events mit Superstars für die Zuschauer zu Hause. Produziert in Hollywoods heiligen Hallen, in denen Blockbuster wie Spider-Man, The Avengers oder Captain Marvel entstanden. Während Sänger Neo mit großer Entourage ankommt, lässt sich Star-DJ David Guetta von Manny im Rolls-Royce vorfahren. Er sorgt dafür, dass sich die Künstler wohlfühlen. Macht für Guetta sogar private Fotos. You get it? Yes. But when and how did you guys meet? Through his ex-wife. Yes, exactly, exactly. But honestly, we are in the same world. Yeah. We know, like, all our friends are common. Yeah. It's crazy, yeah. Manny ist extrem erfolgreich in dem, was er tut. Auch wenn es mal bedeutet, die Klamotten der Stars herumzutragen oder das Handy zu halten. Denn ein zufriedener Künstler liefert auch ab. I'm David Guetta. Welcome to the future. Are you ready? Doch Manny Nordin kennt auch die kleinen Allüren der Stars. I was with Mariah Carey in Tunisia. And we visit some village and everything. And she told me, can we empty this village? I want to have it just for me. I say it's not possible. People have kids, people have... That's the story. I never forget the story. Umso schöner, wenn Rap-Legenden wie Snoop Dogg total entspannt im Acura statt im Rolls vorfahren und selbst Stars wie David Guetta plötzlich ganz aufgeregt sind. You know, my girlfriend is tired of this bullshit life that I have, of course, you know what I'm talking about. And then I said, okay, I'm going, bye, you know, by the way, Snoop Dogg is coming. She said, what? I'm coming with you! I'm like, too late, baby, you need to do the PCR. She was like so mad, like, okay, now I didn't know my girlfriend had a secret love affair with you, man. Can you admit that you got surprised when we got Money. All those number ones records? I tell everybody that. I tell everybody that when I gave you the song, it was right here. When you got finished with that one, it was right here and it was everywhere. I could not go overseas without performing that song. It's the biggest song overseas. It's the biggest song I perform on stage. Bigger than any song. No joke. I swear to God. Every time, boom, boom,
boom, as soon as I come up, can I be your doctor? It's the one. Deshalb performt er während des wohl abgefahrensten digitalen Konzerts auch genau diesen Song. I just wanna make you sweat. Doch wer ist eigentlich der Kerl, für den sich die Superstars in hautenge Anzüge quetschen? Privat heißt er Damani, ist Ehemann und Vater von zwei Kindern. Obwohl er in der Musik- und Partyszene arbeitet, trinkt er laut eigener Aussage nie Alkohol, nimmt keine Drogen, ernährt sich gesund und macht vor der Arbeit täglich auf Luxusanwesen Sport. Ich. Natürlich mit Personal Trainer Khalid Speed, der auch Sängerin Mariah Carey trainiert. Es ist eine Welt, die für Mani in seiner Kindheit noch unerreichbar scheint. I was born and raised in Morocco. It's a very small village. You know, my parents didn't have money, but they have love. They educated with very lot of respect. Doch alles ändert sich, als Mani mit 16 einen Profi-Tänzer-Wettbewerb gewinnt. Er arbeitet sich bis zum Choreografen hoch. Als Mani erfolgreich Musicals veranstaltet, kommt er zum ersten Mal mit großen Promis in Kontakt. We flew R. Kelly in Paris to do the and the show was sold out, of course, and everything. So this is was also the click of my life. I said, I think it's possible. If him, why not the other one? Then I did Puff Daddy, then I did Fat Joe, then I did 50 Cent, then Snoop Dogg, and one. It was always like this. Snoop ist nicht nur einer von Manis ersten Klienten. Seit 20 Jahren sind sie eng befreundet und hängen auch privat ständig miteinander ab. Yes. It's my man Manny right here, man. Yeah. Took me to Morocco, took me to Africa, took me all around the world. Paris, Saint-Tropez, good he did VIP room, good man. Cannes Film Festival. Good man, love you, man. Thank you, brother. Mani kennt sogar seine Familie. Als der 45-Jährige uns in Snoops private Hallen mitnimmt, lernen wir sogar Snoop Doggs Sohn kennen. This is my friend Cordell. He's a model, fashion designer, everything. It's the new generation. Mani zeigt uns sogar jeden einzelnen Raum von Snoop, inklusive Musikstudio, Autokino, Spielhalle oder einem eigenen Casino-Raum. His workout here, he's doing his gym here. He loves play basketball, he loves games. You can see his court, basket court here. Es sind extrem private Einblicke eines Superstars, der hier auch das ein oder andere Tütchen raucht. With small weed. Für Mani nichts Besonderes, denn er ist der Agent, für den die Superstars alle Türen öffnen.